Servus Leute, hier ist wieder Pokémon und herzlich willkommen zurück zu einem erneuten Pokémon Kampfstile Pack Opening hier auf meinem Kanal. Ihr seht, wir haben diesmal eine Kollektion und zwar haben wir den fließenden Angriff Bulauso V-Kollektion. Ihr seht hier das schöne Prachtexemplar, ebenso auch fließender Angriff Energie. Ja, wir haben ja auch eine XXL-Karte mit dabei. Wir haben insgesamt 4 Booster hier drin. Ich hoffe mal, das ist alles Battle Styles. Bin mir tatsächlich aber gar nicht sicher. Aber ja, Leute, ich würde sagen, ich mache die auf und wir sehen uns gleich wieder. Aus dem Karton wurde das Ganze geholt. Ich würde sagen, das machen wir jetzt ab hier auch zusammen, dass ihr wirklich seht, was für Booster da drin sind. Und zwar habe ich ja gerade schon gesagt, wir haben hier das Bulauso und der fließende Angriff Energie V. Ich lasse die Karten jetzt hier mal beide drin. Ich hole die später raus. Aber trotzdem schon mal nice to have. Es geht weiter mit der fließende Angriff Bulauso XXL-Karte. Finde ich auch sehr, sehr geil, da ich mir erst vor kurzem den XXL-Binder habe holen können. Daher passt er dann da perfekt rein. Und ja, wir haben 4 Booster und wie ich schon sehe, wir haben hier nicht nur Kampfstile, wie ich es tatsächlich erwartet habe, sondern wir haben zuerst einmal Codekarte für euch, Leute. Das kommt auf die Seite. Und wir haben 4 Booster. Wir haben Kampfstile, Sonne und Mond, Aufziehen der Sturmröte und Schwert und Schild, Clash der Rebellen. So, wir gehen wieder etwas nach unten. Und ich würde sagen, Kampfstile machen wir als letztes auf. Wir machen Clash der Rebellen, Aufziehen der Sturmröte und dann Kampfstile. Und ja, ich würde sagen, ich lasse die mal hier oben so liegen, so ein bisschen. Und wir machen Clash der Rebellen. Fangen wir mal an. Ich dachte tatsächlich auch, dass in diesen ganzen Kollektionen eigentlich nur Kampfstile-Booster drin sind. Deshalb bin ich jetzt beim Öffnen etwas verwundert, enttäuscht eigentlich. Weil ich dachte, das sind halt Kollektionen speziell zu Kampfstile, dass da auch wirklich nur Kampfstile-Booster drin sind. Aber ihr seht ja, sieht nicht so aus. Wir haben hier Servul. Wir haben eine Geraldine, ein Vulpix, oje, Smogon, hier mit dem coolen Pokéball-Tisch im Hintergrund, ein Shinox, ein Gala Makabaya, ein Knapfel, ein Gala Lauchzillot in Reverse Holo und ein Urgel als Rare-Karte. Okay, Gala Lauchzillot darf hier auf der Seite erstmal Platz nehmen. Das kommt auf die Seite. Wir machen weiter mit Sonne und Mond aufziehen der Sturmröte. Am Katana vorne drauf. Mal sehen, wen wir hier drin haben. So, Booster kommt weg. Wir machen 1, 2, 3 und 4. Wir gucken mal, wir haben die Feuerenergie, okay. Verschlungene Hain, ein Duodino, Gastrodon, okay, hier in, ich weiß tatsächlich gar nicht, wie die beiden Formen heißen, Ost- und Westküste oder so, ich bin mir nicht sicher, ich habe tatsächlich immer nur das Rote gehabt eigentlich. Das Remoraid, ein Menki, ein Miniras, okay, hatten wir davor nicht schon. Ne, das war Duodino, das wir als Drachen-Pokémon hatten, Miniras, ein Laukaps, ein Barschwa. Ein Barschwa in Reverse Holo und ein Noctuska in Non-Holo. Okay, 2 Booster, 2-mal kein Rare Hit. Aber wir haben jetzt hier noch die beiden Kampfstile-Booster. Und hoffen wir mal, dass die gönnen. Sonst wäre die Kollektion etwas, ja, wäre schade gewesen. Aber hey, wir haben ja auf jeden Fall eine garantierte V-Karte mit dem Bulauso. Daher auch nicht so verkehrt. 1, 2, 3, 4. Nicht, dass wir eine Karte zu viel machen. Wir haben wieder eine Feuerenergie und ich rieche der Geschmack einfach schon von neuen Karten. Von einem neuen Set ist so toll. Ein Pummel. Okay, ein neues Upgrade. Das habe ich zumindest noch nicht gesehen. Gala Pantimos. Ein Spoink. Ein Flunkiefer mit dem fokussierten Angriff. Ein Cesubio in Reverse Holo und ein Knogger in Non-Holo. Okay. 3 Packs, 3-mal eine Niete, würde ich sagen. Aber wir haben jetzt hier nochmal die Despotar mit dem geilen Artwork. Im letzten Opening, falls ihr das gesehen habt, ich hoffe, ihr habt es gesehen, das 3er Blister, das wir geöffnet haben, hat auch Despotar im letzten Pack nochmal ordentlich Lack gebracht. Mal schauen, ob das das hier ebenfalls tun kann. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr geil. Wir schauen mal rein. Wir haben 4 Karten to the back. Geben wieder den Tap hinten drauf und dann haben wir mit der Wasserenergie einen guten Start. Wir machen weiter mit Reise. Fokussiert das Deal Maastricht, ein Fermicula, ein Salanga, ein Linfu mit dem fließenden Angriff, ein Kikubi, ein Pachirisu, ein Habitak
ein Reverse Solo Ausrüstungsstörer und die letzte Karte des heutigen Openings ist ein... Oh, 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 oh! Despotter V im Full Art! Nice! Leute, Despotter Pack hat gegönnt. Yo, guckt euch die Karte einfach an. Despotter V in Full Art. Nice. Yo, die sieht sogar echt gut aus. Links, rechts vielleicht ein bisschen off. Aber yo, ist die hübsch. Despotter V mit dem fokussierten Angriff. Sehr, sehr geil. Leute, Despotter hat's mal wieder rausgehauen. Last Pack Magic. Yo, geil, geil, geil. Leute, für euch gibt's trotzdem auch nochmal eine Kleinigkeit, wenn ich mich schon so sehr mega freuen kann über einen Despotter. Gibt's wenigstens für euch auch noch ein paar Codes hier. Clash der Rebellen, Sonnenmond Aufziehen der Sturmröte, Schwert und Schild Kampfstile und erneut Schwert und Schild Kampfstile. Yo, Leute, ich bin komplett buff. Für mich war das Opening ein absolut voller Erfolg. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mich gerne mit einem Like, einem Kommi und einem kostenlosen Abo in den Kommentaren wissen. Schreibt gerne in die Kommentare, was eure absolute Chase-Karte ist. Ich habe jetzt mittlerweile meine. Despotter war meine Chase-Karte. Ich habe jetzt zwei Despotters gezogen. Wir haben das Despotter Full Art, wir haben das Despotter V, das normale V. Fehlt eigentlich nur noch die Secret Rare. Wenn ich die jetzt noch ziehe, das wäre... Also Leute, ich habe meine Chase-Card bekommen. Despotter-Packs sind auf jeden Fall die besten. Und ja, schreibt gerne mal eure Ausbeute in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Leute, macht's gut. Haut's rein, euer Poke. Ciao.